Leute, heute möchte ich mal über das Thema reden, wieso ich UAC-Mieter passe. Ich werde mich in diesem Video jetzt nicht wirklich gut auf PvP konzentrieren können. Also verzeiht mir meinen absolut zurückgebliebenen Skill, den ich in diesem Video an den Tag legen werde. Normalerweise ist er besser. Das Ganze beginnt eigentlich schon bei dem beim Starter-Equip. Natürlich bekommt jeder random Equipment. Es hat nichts mit den Statistiken zu tun, also damit es fair wird oder damit halt die guten Spieler belohnt werden. Also das könnte man in beide Richtungen machen. Beziehungsweise das wäre beides einigermaßen nachvollziehbar. Aber was macht man? Natürlich... Oh, ich habe sowieso schon einen Schub 3 gehabt. Was macht man denn? Ja, genau. Man macht natürlich einfach so, dass jeder komplett random generiertes Equipment bekommt. Ist natürlich auch sehr fair. Der nächste Punkt ist, ich möchte noch mal kurz gesagt haben, ich finde Abstauben völlig legitim. Natürlich ist kein Abfacken, aber man kann auch dafür sorgen, dass man nicht abgestaubt wird. Das Problem bei UAC Meetup ist halt folgendes. Um richtig gutes Equip zu bekommen, muss man halt eine gewisse Anzahl von Kämpfen gehabt haben oder halt jemanden mit einem richtig krassen Equip-Vorteil töten. Den krassen Equip-Vorteil wird er dann einfach dadurch generiert haben, dass er halt schon vorher Leute getötet hat. Das heißt, mit anderen Worten, müsst ihr entweder jemanden mit einem richtig kranken Equip-Vorteil töten, oder ihr habt halt selbst viele Kills. Und dabei ist halt immer die Sache, dass man abgestaubt wird. Mit anderen Worten muss man also immer auf ein ziemlich hohes Risiko gehen. Egal, was man macht. Abgesehen davon ist natürlich auch noch eine hohe Portion Glück dabei. Natürlich ist es auch eine Menge Skill, keine Frage. Aber trotzdem, ich sage euch, Glück ist zumindest nur C-Meetup deutlich wichtiger als irgendwelche PvP-Skill. Ein Beispiel, wenn ihr am Anfang richtig schmieses Starter-Equip hattet. Oder irgendwie einen schlechten Spawnpoint und dann von jemandem mit krassem Equipment oder vielleicht auch einfach mit einem guten Skill getargetet werdet. Was macht ihr dann? Richtig verkacken. Oh man, hätte die Border nicht 10 Blöcke weiterkommen können. Der Border kommt. Oh man. So, mehr oder weniger ist es halt so, dass man einfach XP-Bottles und allgemein auch Rüstung braucht, um mehr oder weniger im Finale eine Chance zu haben. Und ratet mal, was bei mir nicht funktioniert. Richtig, ich kann keine Sachen am Amboss zusammenlegen. Was meiner Meinung nach echt schon grenzwertig ist. Also mit anderen Worten, wer mehr kämpft, hat mehr Healing, bessere Rüstung, besseres Schwert und so weiter. Also in anderen Worten, man kann das Ganze schon richtig schnell verkacken, man kann aber auch natürlich erstmal ein bisschen spielen und dann verkacken. Wow, ich liebe diesen Spielmodus so sehr. Mach doch was noch frustrierenderes. Zum Beispiel, keine Ahnung, das Ganze einfach mal mit 1000 Leuten. Da wäre es dann halt so eine Sache, dass man, da wäre es dann halt, wenn man das Ganze wirklich mit 1000 Leuten machen würde. Man könnte das Ganze nicht mit Glück alleine gewinnen, aber auch nicht mit Skill alleine. Mit anderen Worten, würde einfach irgendein Glückspilz gewinnen, der auch zufälligerweise noch gut, würde einfach irgendjemand mit Skill gewinnen, der zufällig Glück hat, auch gegen jemanden, der viel mehr Glück hat. Ja gut, das Konzept davon finde ich zwar allgemein gut, aber die Umsetzung ist einfach nur grottenschlecht. Ja, ich versuche jetzt einfach nur, keine Ahnung, möglichst viele Hits rauszubekommen und einfach ein bisschen Spaß zu haben, denn ich gewinne das sowieso nicht. Eine schlechte Umsetzung und es ist auch noch verbuggt. Was muss man da eigentlich noch zu sagen? Ist halt... Also das Konzept davon ist halt einfach... Ist, muss ich ganz ehrlich sagen, immer noch mega geil. Da kann nichts... Das kann auch nichts ändern und ich werde diesen Spiel vermutlich immer... Naja, ich will jetzt nicht sagen mögen, aber... Ja gut, ich mag ihn eigentlich schon. Aber ich hasse ihn auch noch gleichzeitig. Weil er ist halt einfach Frust pur. Okay, scheiß drauf. Nee, komm. Ey Leute, ganz im Ernst. Ich würde sagen, das war's dann schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst bitte eine positive Bewertung da. Und checkt auf jeden Fall mal unseren Kanal aus. Wenn der euch gefällt, könnt ihr ihn ja gerne abonnieren. Wenn nicht, würde ich mich sehr über konstruktive Kritik, also Verbesserungsvorschläge, freuen. Ciao mit au.